Seien Sie gewarnt, Herr Lienen hat gerade wieder sein Buch gezückt. Ah, ich sehe es. Ja, ja. Also ich bin gespannt. Was schreib fleißig. Wir haben uns schon vernetzt. Ich werde auch danach noch Kontakt zu ihm aufnehmen. Klingt wie eine Drohung, aber... ich bin erstmal froh, dass Sie sich wieder zurückgesetzt haben, weil ich konnte die ganze Zeit die... Das hätten Sie mir früher sagen können. Ich hätte mich sofort zurückgesetzt. Die Bibi Jones nicht sehen. Er wollte es ganz alleine machen. Herr Schreiber, da wir das jetzt geklärt haben, ja, Sie haben ein paar Bücher mitgebracht, sehe ich. Ja, Schulbücher. Schulbücher. Und welche Bücher haben Sie hier nach Bremen geschleppt? Ich habe aus drei muslimisch geprägten Ländern Schulbücher mitgebracht. Einmal aus Afghanistan, das wäre dieses Heft. Das ist sehr zerschlissen, das hat nur so Klammern, die es zusammenhalten. Und das ist ein Religionsbuch, Schulbuch, ja, für Schüler in Afghanistan. Man sieht einen Koran, man sieht die Nordhalbkugel und aus irgendeinem Grund ist Grönland gelb gekennzeichnet. Mhm. Das fand ich ein bisschen verwunderlich, weswegen gerade Grönland und der Koran miteinander in Verbindung gebracht werden. Aber ich glaube, das ist einfach eine Unachtsamkeit. Der Inhalt ist ziemlich erschreckend, was da drin steht. Da wird gesagt, ist es nur, dass es alle verstehen, ist es ein Buch, das über das Christentum aufklären soll? Nein, es soll Religionen lehren, das ist der Anspruch. Okay. Aber es geht in erster Linie um religiöse Gefügsamkeit im Sinne des Islam, die da beigebracht wird. Und andere Religionen spielen am Rande eine Rolle. Mhm. Christen zum Beispiel, wenn gesagt wird, sie werden in die Hölle gehen und sie werden kein Glück haben. Mhm. Wobei sie umschrieben werden, es heißt, Menschen, die mehr als ein Element von Gott anbeten, Trinität, also Vater, Sohn, Heiliger Geist, das heißt, es bezieht sich auf Christen. Und über Juden wird gesagt, sie sind rachsüchtig und wollen den Menschen ihr Recht nehmen. Mhm. Das sind also die beiden Passagen, wo andere Religionen als der Islam drin vorkommen. Und ansonsten wird den Schülern Angst gemacht. Da wird gesagt, Allah, der muslimische Gott, ist zornig, er will Rechenschaft, er straft, wenn man sich nicht entsprechend den Weisungen des Islam verhält. Mhm. Sie haben Schulbücher, das müssen wir vielleicht noch erklären, gesammelt, aus 8 Ländern, aber aus 5 Ländern behandeln Sie die dann auch in Ihrem Buch? Genau. Sind die afghanischen Bücher für Sie etwas ganz Besonderes im Vergleich zu den anderen? Ja und nein. Also es gab schon Dinge, die sich im Grunde durch alle Schulbücher, insgesamt über 100 habe ich mir angeschaut, durchgezogen haben. Und das Gemeinsame bei allen Büchern war, es ging eigentlich nicht darum, junge Menschen zu bilden, sondern sie zu indoktrinieren. Ja? Mhm. Immer mit unterschiedlichen Nuancen. Also hier ging es ganz stark wirklich um Gefügsamkeit unter eine religiöse Macht, pseudo-islamisch würde ich es nennen, weil es hat, glaube ich, mit eigentlichem Islam relativ wenig zum Teil zu tun. In der Türkei und in Ägypten war es sehr nationalistisch, religiös untermauert. Da wird zum Beispiel gesagt, wenn Ägypten einen Krieg gegen Israel führt, dann ist das heiliger Krieg. Mhm. Im Iran war es vor allem dazu da, ja, die Mullah-Herrschaft zu legitimieren und gleichzeitig aber auch mit ganz gruseligen Verhaltensregeln für Frauen. Mhm. Zum Beispiel? Also zum Beispiel beim Iran wird gesagt, Frauen müssen ihre Selbstkontrolle steigern und deswegen müssen sie sich verschleiern. Mhm. Und als Beleg dafür wird eine deutsche Konvertitin angeführt, Dörte aus Norddeutschland, mit Bild abgedruckt, die beschreibt, weswegen eine muslimische Frau respektvoller behandelt wird als eine nicht-muslimische Frau. Wobei, bei dem Frauenausschnitt ist mir sehr wichtig zu sagen, was mich am meisten schockiert hat und weswegen ich eigentlich auch darauf gekommen bin, dieses Buch zu machen. Weil natürlich könnte man jetzt sagen, ja, also dass das vielleicht nicht ganz auf europäischem Niveau ist, könnte man auch erwarten. Aber zumal ich ja doch häufig in der Region bin, ich war in Ägypten und habe ein Schulbuch für eine Mädchenschule dort durchgeblättert. Und da wird Haushaltskunde unterrichtet. Und in einer Lektion wird dem Lehrer gesagt, er soll jetzt die Klasse unterteilen in dicke und dünne Mädchen. Ja? Und dann wird jeweils den Mädchen Stylingunterricht gegeben. Und die dicken Mädchen, so heißt es dort, sollen keine engen Kleidungsstücke und keine breiten Gürtel tragen, denn das würde die Nachteile ihrer Körper hervorheben. Und dazu ist Claudia Schiffer abgebildet in einem Negligé, wie sie den Schülerinnen entgegenlächelt. Und das war, obwohl ich sicherlich auch schon einiges links und rechts des Weges in arabischen und muslimischen Ländern mitbekommen habe, für mich auch, dass ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Mhm. Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass das, was Sie kritisieren und was Ihnen so negativ aufgefallen ist in den Schulbüchern, immer schon da war oder ist das schlimmer geworden in den letzten Jahren?
Also ich habe jetzt keine, sagen wir, historische also Aufarbeitung gemacht. Die Möglichkeit besteht auch gar nicht. Das war schon schwierig genug, überhaupt diese Schulbücher zu bekommen. Ja? Also das Päckchen aus Afghanistan wurde mehrmals von den Taliban abgefangen. Da habe ich immer wieder jemanden beauftragt, jetzt versuch's nochmal. Irgendwann ist es durchgekommen. Iran war auch schwierig. Ja? In Ägypten muss man die Schulbücher in eine Liste eintragen. Also ich bin froh, dass Sie es überhaupt haben. Ich bin froh, dass ich die Bücher überhaupt bekommen habe. Sie haben ja, was Sie besonders aufgeregt hat, sagen, Sie haben ja die Vermutung, dass diese afghanischen Bücher indirekt von der Bundesregierung mitfinanziert werden. Also Befürchtung, Vermutung würde ich es gar nicht nennen. Also ich die Gewissheit. Würde sagen, ist, ja, also andersrum, also man müsste eher widerlegen, dass dem nicht so ist, weil die Indizien oder die Hinweise für mich doch sehr erdrückend sind. Aber das muss man auch ein bisschen länger erzählen. Also weil ich habe halt dieses Heft hier, man sieht es ja, das ist ja zwar sehr einfach gestaltet, aber trotzdem muss jemand bezahlt und gedruckt haben. Afghanistan, eines der ärmsten Länder der Welt, keine Steuereinnahmen, nur Hilfszahlungen. Also ich fand, es lag auf der Hand, mal zu fragen, ja, wir hatten dieses Machwerk eigentlich finanziert. Mhm. Und wenn man dann die Akteure fragt, wie Weltbank, GIZ, UNESCO, UNICEF, dann haben die alle widersprüchliche Aussagen gemacht. Dann hat die UNESCO gesagt, die UNICEF finanziert, das UNICEF die Weltbank. Also man hat gar keine richtige Antwort bekommen. Und dann habe ich mich wirklich durchgewühlt durch Finanzpläne und Budgetpläne der afghanischen Regierung, habe gemerkt, aha, es gibt einen Fonds, da zahlen westliche Länder, also auch Deutschland ein, den Afghanistan Reconstruction Fund. Und da kann sich die Regierung in Kabul mehr oder weniger nach Gutdünken raus bedienen. Und kann unterschiedliche Projekte damit finanzieren? Ja, je nachdem, was sie gerade für notwendig erachten. Zum Beispiel eben, und hielten Sie es für sinnvoll, wenn die Bundesregierung diese Zahlungen einstellte? Ja, absolut. Also das ist Entwicklungshilfe, die da reinfließt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen, jungen Menschen helfen, wenn man sie in so einem Weltbild gefangen hält. Nun würden die sagen, wir wissen gar nicht, dass diese Bücher überhaupt mit unseren Geldern finanziert werden. Da werden viele andere wichtige Dinge gemacht, auf die das Land auch angewiesen ist. Antisemitismus als Kollateralschaden finde ich problematisch. Okay, das ist eine klare Aussage. Sie würden sagen, lieber ganz. Also zuerst einmal. Also ich meine, wenn ich so ein Schulbuch besorgen kann, sollte man meinen, dass Organisationen, die vor Ort tätig sind, dass die das auch können, zumal wenn sie da, oder die Bundesregierung, zumal wenn man eben Geld da reinsteckt. Mhm. Also offenbar haben ja Kontrollmechanismen versagt, man hat es nicht aufgearbeitet und grundsätzlich müsste man die Frage stellen, macht es denn Sinn, sozusagen einen Vertrauensvorschuss zu geben, indem man erstmal Geld überweist, um, wenn überhaupt, aber offenbar auch nicht anschließend zu prüfen, was damit schiefläuft, müsste man es nicht umdrehen. Müsste man nicht sagen, also erstmal müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, dass Gleichberechtigung da drin steht und Religionsfreiheit vielleicht verankert wird und dann kann man es auch finanzieren. Danach wollte ich gerade fragen, gibt es auch irgendwas, was Sie positiv finden in diesen Büchern? Was mir tatsächlich positiv aufgefallen ist, war auch in Ägypten, dass Schüler schon ab der Grundschule tatsächlich Philosophie lernen. Und zwar auf wirklich gutem, hohen Niveau. Also mit Aristoteles, Sokrates, römischen Philosophen, Cicero. Das fand ich, da wüsste ich aus meiner Schulzeit, und ich war auf dem katholischen Gymnasium, habe Latein-Leistungskurs gehabt. Da haben wir vielleicht im Leistungskurs später ähnlich vertiefend, also jetzt nicht in der Grundschule verglichen, aber das war auf ähnlichem Niveau, wie ich das in meinem Leistungskurs Latein später gehabt habe. Mhm. Nun haben Sie ja schon ein anderes Buch geschrieben, da waren Sie in, glaube ich, 13 Moscheen, wenn ich das richtig erinnere, und haben berichtet, was dort gelehrt wurde, gepredigt wurde. Mhm. Dafür haben Sie viel Prügel kassiert, weil man ihm vorgeworfen hat, das ist nicht repräsentativ, das war sehr willkürlich. Erwarten Sie diesen Vorwurf auch im Zusammenhang mit den Büchern? Ich habe ihn erwartet und bin, es ist ja jetzt seit ein paar Tagen erhältlich. Bin gestern Vorstellung? Gestern Vorstellung, es war aber, ich glaube, ab Beginn der Woche tatsächlich, also gab es punktuell schon Auslieferungen, dadurch auch die Möglichkeit, das zu rezensieren und sich zurückzumelden. Und bisher ist die ganz überwiegende Reaktion, und ich gebe zu, ich bin überrascht, positiv. Also auch von Zuwanderergruppen, die sagen, ja, das ist ein Problem, spannend, da muss sich dringend was ändern. Also ich gebe zu, ich habe so ein bisschen, als ich, man postet dann hier irgendwann das Cover seines Buches in sozialen Netzwerken. Ich gebe zu, ich habe etwas, also als wenn man eine Bombe zündet, ehrlich gesagt. So 3, 2, 1 habe ich so, jetzt klicke ich drauf und mal gucken, was passiert, und erwartete doch heftige Reaktionen. Sie sind bisher nicht gekommen. Wie erklären Sie sich, dass bislang niemand auf die Idee gekommen ist, da mal reinzuschauen? Also jedenfalls so gründlich wie Sie. Na, ich habe ja auch mit, es gibt ja Institute, die sich mit Schulbuchforschung befassen.
Ich glaube, dass erstmal diese wissenschaftliche Annäherung vergleichsweise jung noch ist. Das ist etwas, was noch nicht ewig existiert. Und natürlich nach wie vor die Sprachbarriere einerseits, aber auch die organisatorische Barriere. Das wird nirgendwo dokumentiert. Also Sie müssen wirklich hingehen in Ägypten, sich so ein Buch besorgen. Das können Sie nicht einfach auftreiben. Das wird auch nicht online gestellt. Also, und da fehlt es auch vor Ort in Ägypten, Afghanistan, Iran. Die tun das nicht. Also das wird nicht wissenschaftlich betrachtet und auch nicht einfach nicht zugänglich gemacht. Mhm. Also das ist eine Blackbox, wie auch eine Wissenschaftlerin mir gesagt hat. Sie sind als Schüler in Syrien gewesen. Mhm. Wie hat man Sie damals aufgenommen? Hat es irgendjemand thematisiert, dass Sie Christ sind? Dazu noch ein katholischer? Ja, nun war ich bei einer syrisch-christlichen Familie, also christlich-orthodoxen Familie. Sie sind ja auch rausgegangen. Sie waren ja nicht den ganzen Tag da bei dieser Familie. Ja, also wenn ich mich so zurückerinnere, es war schon so, dass man auch sehr unter sich geblieben ist. Mir fällt so eine Begebenheit ein. Es gibt eine Insel vor der syrischen Küste, Adubat heißt die. Da kann man mit so ganz kleinen Booten hinfahren, hat eher das Gefühl, also das Wasser spritzt schon durch die Balken dadurch. Also eine recht abenteuerliche Geschichte da aufs offene Meer. Das ist eine ganz kleine Insel, so 100 mal 100 Meter, ein Fort ist da drauf. Und da sind wir damals hingefahren, haben uns das angeschaut und dann werden da so Reliquien ausgelegt. Und irgendwann fing der muslimische Teil an. Das war ein ganz langer Tisch an der Promenade. Und ich guckte mir das so an und ich hätte das gar nicht gemerkt, aber irgendwann fing in der Mitte des Tisches der muslimische Teil an und da hat man mich ganz schnell weggenommen. Ja? Also ich konnte mir die christlichen Sachen, konnten wir uns gemeinsam anschauen und dann ging man auch. Das ist so ein bisschen sinnbildlich für den Umgang. Also man hatte schon Respekt voreinander, das war für mich kein Konflikt, aber man blieb schon sehr in seiner Community, in seiner Welt. Fürchten Sie, dass der Fanatismus, der religiöse, der politisch-religiöse Fanatismus in diesen Ländern eher noch zugenehmen wird? Immer schwierig natürlich aus der Jetztzeit eine Prognose abzuleiten, aber die Gefahr sehe ich schon, weil die liberaleren Kräfte ja eher versuchen zu gehen. Ja, auch der sogenannte arabische Frühling, wo wir gehofft hatten, dass eine neue Liberalität dort entstehen wird, hat ja das nicht gebracht, sondern gerade wenn man sich Ägypten anschaut und auch andere Länder, eher den leeren Effekt bei den Diktatoren hervorgerufen oder den neuen Machthabern, also die Drehschrauben noch mal richtig eng zu stellen. Das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme. Also jeder, der ein bisschen Freiheit atmen will, der auch Ideen in seinen Kopf reinlassen will, die vielleicht nicht vorgegeben sind durch solche Bücher, durch Indoktrinierung, der versucht zu gehen. Ja. Haben Sie vor, einen Themenwechsel vorzunehmen in den nächsten Jahren? Oder bleiben Sie dem Islam und dem, was da schiefläuft, verbunden? Ein syrischer Freund sagte, mach doch mal ein Kochbuch, ja, über arabische Küche. Aber ich glaube, nein, das war sicherlich scherzhaft, aber ich sehe schon, trotz all den auch kontroversen Reaktionen, die ja dann doch immer mal wieder kommen, das ist ja Symptom dessen, dass es offenbar viele Menschen umtreibt in der einen oder anderen Weise. Ich will mich selber nicht überhöhen, aber ich glaube, ich kann oder ich sehe schon auch einen Sinn darin, beizutragen, vielleicht an ein oder anderen Stellen Erklärungen zu liefern, die vielleicht so leicht sonst nicht zu bekommen sind, weil es eben diese sprachlich-kulturelle Barriere nach wie vor gibt. Und den Leuten, die Sie anprangern, weil Sie sagen, sie vertiefen eher den Graben durch das, was Sie darstellen, was sagen Sie denen? Na, man muss sich nicht von allem beeindrucken lassen. Und ich im Übrigen musste auch so schmunzeln bei der Laterne, bei der Taschenlampe. Bei der Taschenlampe. Weil ehrlich gesagt, das ist mein Umgang auch mit Kritik, auch wenn sie bei Social Media kommt. Ich habe es ja in der Hand, dem wie viel Aufmerksamkeit ich auch geben möchte. Ich habe mir inzwischen Timeslots am Tag zurechtgelegt, wo ich sage, da gucke ich mir an, was kommt, nehme das als Diskussion vielleicht an oder auch nicht oder als Indiz für etwas, aber dann mache ich den PC auch wieder aus und gehe mal raus an die frische Luft. Also auch das, glaube ich, tut einem gut, Kritik im gewissen Maße anzunehmen und auch mal zu spielen. Und auszuhalten. Und auszuhalten. Ich halte fest, Ewald Lien hat wieder sein Buch aufgeschlagen. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke sehr. Bin gespannt, wie es mit Ihnen weitergeht. Danke. Ja? Danke.